Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder Hallöchen. Hallo. Guten Tag. So, das war jetzt deine Antwort. Wow. Ja. Okay. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Dungeon Defenders 2, einem Free-to-Play-Titel. Dem zweiten Teil des Nicht-Free-to-Play-Titel, glaube ich, Dungeon Defenders 1. Mit dabei sind der Bloody und der Dark. Hallo. Special Guest Dark. Und zwar, es gibt nämlich eine kleine, klitzekleine Änderung bei dem Ganzen. Und zwar werden jetzt nicht mehr die Videos getrennt hochgeladen, dass jeder seine Sicht hat auf seinem Account, sondern es werden tatsächlich alle auf dem Account von Lompy auf dem Loman Grace Kanal hochgeladen, aber immer abwechselnd. Genau so funktioniert das heutzutage. Ich kann auf dem Baum stehen. Das ist ja geil. Und das halte ich sogar, je nachdem. Ja, und der heilende Baum. Ich entlaube. Das ist der Weltenbaum. Du entlaubst den Baum. Du saugst den ganzen den Laub weg. So, du hast ja noch die eine Mission von eben. Chef. Ja, wir haben hier schon mal kurz reingespielt, nochmal in das Spiel, mal geguckt, so wie funktioniert das alles und so weiter. Funktioniert noch alles wie im ersten Teil. Es sieht bloß alles ein bisschen noch comic-mäßiger aus. Ich spiele den Monk. Die Dryade. Dryade. Und ich bin der Abyss Lord. Wobei man sagen muss, dass man die Dryade, Abyss Lord und so zwar in-game kaufen kann, wenn man sich die Punkte erspielt hat, oder man bezahlt dafür. So einfach kriegt man sie halt nicht. Allerdings, man bekommt sie. Ja, dauert halt ein bisschen extra. Geld. Warte, wir können mal kurz. Das können wir später irgendwann mal machen. Lass mal loslegen hier. Okay. Meister. Du hast noch die Mission mit Rainfall Bazaar, ne? Zweite Map. Ja, die erste Map, die haben wir schon vorhin gespielt. Du kannst nachgucken, wenn du J drückst. Auf J Defend halt. Dragonfall Bazaar. Ja. Ja, gut, dann geht's ab zum Dragon Bazaar. Yes, I would like to join. Found Session Loading. Hab ich angenommen? Ja, das dauert eine Weile. Nur er sieht's halt. Achso, das ist ja günstig. Hui! Dragonfall Bazaar. Und natürlich mit dem besten Charakter überhaupt, dem Alten mit der Pfeife in der Schnauze. Und hat der ein Metallkinn? Press any button to continue. I do. Hello, Ibims, eins da. So, wir haben hier wieder mal vier Eingänge. Ach, die Map ist das. Ja, ihr habt ja schon ein Stück weiter gespielt. Wir haben halt nur den Kristall hier, den wir so oder so immer verteidigen müssen. Ja, der Support. Der da. Sondern auch auf dieser Map hier das Great Control hier schützen. Das würde ich dann übernehmen. Das Ding hier? Ja, weil wenn das nämlich kaputt gemacht wird. Das hier unten auf und dann kommen hier unten auch noch Monster raus und das ist ein extra Weg. Okay. Wo ist eine Echse? Gut, dann würde ich sagen. Ich wäre bereit. Wo kommen deine Monster ungefähr raus? Das siehst du jetzt gleich oder solltest du eigentlich? Ah, hier hinten kommen die raus, ja, alles klar. Da, hier kommt dahin. Einer. Dann gehe ich. Hier, einer. Hier können auch welche rauskommen, da gehe ich hier hin. Alles klar. Wenn ihr bereit seid, dann würde ich sagen. Achso, seid ihr schon. Gut. So schnell geht das heutzutage. Ja, immer schön, dass du den grünen Mana einsammeln am Anfang der Runde, dann kann man hier nämlich seine Sachen platzieren. Korrekt. An dieser Stelle direkt einmal. Was da ganz wichtig ist, dass man die Sachen nicht so platziert, dass die Leute außerhalb dieser Zone, wo man sich bewegen kann, kaputt gehen, sonst kriegt man nämlich manchen Loot nicht, das bisschen Blut. Da noch einen hin, dann können wir hier vielleicht noch so ein bisschen Aura boosten. Hast du noch ein paar Punkte? Zufälligerweise? Ich kann noch ein was bauen. Brauchst du was? Nee, ich brauch Punkte nur. Theoretisch bräuchte ich 27. Wie kann man die denn abgeben? Oh, mit Q. Mit M. Ja, da. Na gut, das ist zu wenig. Ne, warte, aber hier, da. So. Ticket. Oh, okay, das ist reicht. Money in the Bank, Junge. So, jetzt haben wir noch ein paar Wespen hier, die noch mit ein bisschen Damage halt machen. Ich würde gerne noch Ramster haben. E-Inspect. DPS von 1070. Wie viel DPS macht meins? Nicht so viel. Kommt noch. Boah, ich krieg hier Nachrichten im Steam. Das ist unfair. Achso, warte, geh, ich bin ready. Jo, ebenso. Oh, geht los. Ich kann schießen übrigens und hauen. Und man hat hier noch seine blaue Mana-Leiste. So. Das ist so das Skill-Mana sozusagen. Dann kann man einmal eins drücken. Bam.
Alter, da fliegen nur Schweine, sage ich dann zu noch. Die Schweine, die erinnern mich ein bisschen an Zelda Wind Waker. Ja, ein bisschen. Und die Trolle, die hier rumrennen, ein bisschen an Yoda. Kobolde, aber okay. Kobolde, Trolle, alles das Gleiche. So. Ich zum Beispiel als Abyslot kann ich einfach so Mana bekommen. Ich saug Gegner aus und bekomme so dann mein Mana. Und ich brauche mit der Dryade, die hat dann einen Skill, dann kann ich Sterne fallen lassen, die mir dann meine Energie geben, die ich brauche. Kann ich mal noch ein bisschen rumschießen, damit man sich ein bisschen hier mal falls jemand kann. Ach, denn die Bienen machen hier fleißig mit, das finde ich ja toll. Ja, die sind ziemlich fleißig. Ich schaff das ja schon. Ja, ich war fertig. Mir war langweilig. Bildphase. So, jetzt können wir wieder in die Truhen gehen. Und ach, Level 5, nice. Auf 5. So, jetzt. Oh, Level 6. Huch. Ja, warte mal. Kuh brauche ich. Dann packen wir mal die Wespen. Nee, ich kann die Wespen hin. Tatsächlich pushen. Huch. Oh, na gut. Reparieren? Kann ich hier was reparieren? Nö. Da brauche ich auch mal noch eine Flammenaura hin. Wo man noch? Wenn jemand... Ich bräuchte eigentlich auch noch. Ich würde gerne meinen Ramster noch upgraden. Ich habe nur noch 8 Punkte. Achso, upgraden kann man ja auch. Ja, hier, warte. Take this. Danke! Ich werde eine Bank. Ich hoffe, es hilft. Ich werde hier von allen Seiten zugespammt. Ja, Mann, du wirst beschenkt. Das Upgraden, Money, das Upgraden habe ich halt gerade nie gedacht. Na, klar. Ah, hier ist ja so noch das ganze Zeug rum. Was sehe ich? Wo bist du? Hier? Oben. Da oben, ja. Hi. Was sehe ich? Ey, guck mal, da oben tanzt einer, der feuert uns an. Jo. Verpiss dich. Geh nach Hause. Sonst ist hier nichts mehr, ne? An Loot. Also ich sehe zumindest nichts, ich hatte gerade eben zwar Loot. Aber achso, ja, stimmt. Man kann hier immer noch rumspringen. Jo. Und noch den Loot. Der hat ja seinen eigenen Loot bei dem Spiel. Genau. Ich muss mal gucken. Hippity. Ja, ich glaube, Gibbet ist besser als das, was ich habe. Gibbet nix. Boah, ich habe einen ganzen Mana, habe ich. Ich habe G gedrückt, also. Achso. Bin ready. Combat Phase. Ja, das Ganze kann man auch so ein bisschen als Alternative zu Orcs Must Die sehen. Jetzt spiele ich auf der PlayStation Orcs Must Die. Das ist auch ganz nett. Ja, und so geht das ganze Spiel eigentlich, ne? Ja, ist halt so ein Tower Defense mit einem RPG-Element. Im ersten Teil, weiß ich noch, da hatte man halt immer so mehr oder weniger geschlossene Areale. Und hier ist es bis jetzt zumindest die ersten zwei Level, die sind halt offen, so halt. Also die sind halt nicht irgendwo in einem Dungeon tatsächlich drin, sondern das ist ja ein Hof, sag ich mal. Ja, aber bis jetzt tatsächlich haben wir nur... Naja, ich glaube, wir bekommen dann später ein geschlossenes Areal. Ja, danke, dass ihr mir meine Wave klärt. Ja, bitte. Ich meine, wir sind danke, dass ihr mir meinen Mana tötet. Ah, was? Brauchst du keinen Mana? Doch. Ja, hier kommt in der Mitte dann Boss. Sie kann jetzt hier mal reparieren drücken. Repair. Repair. Das repair ich auch mal. Alle reparieren. Wenn noch jemand von euch mal Dingens die Steine brauchen, so, kann ich euch wie geben. Kann ich jetzt hier aufwerten nochmal mit Q? Cool. Mit R kannst du reparieren und mit Q kannst du auch. Upgrade. Au, das hat nicht. Das ist aber teuer, das Upgraden. Ja, das ist wirklich teuer. Ich habe noch 12 übrig, falls jemand was unbedingt braucht. Ich habe noch 29. Oh, ich würde gerne noch eins hier von mir upgraden, das heißt, ich brauche noch 38. Yay! Yeah. Thanks. Ich bräuchte noch 4. Was? Nein, scheiße. Jetzt fehlen mir noch 9. Bloody, es war nicht genug. Ja, ich hab gesagt, ich hab nur 29. Brauch noch 4. Ja, da warte, die 4 kriegst du von mir. Wo bist du? Hier vor mir. Ja. Ja. Reicht das? Sollte reichen. Ist der Ramster geupgradet? Weil ich hab jetzt hier nämlich ein Portal vor meiner Nase. Mach ja. Incoming 6 hab ich stehen. Da, ja, guck mal, Lompi, guck mal nach oben. Da fallen dann Gegner nämlich runter und. Nicht zu mir, aber da hoch. Einfach direkt gerade nach oben. Oh.
Da fallen Gegner raus und die landen dann dort. Deswegen habe ich jetzt hier... Ach, hier. Ja, die landen dann dort und das ist halt dann direkt vor meiner Barrikade. Und dann kommt ja auch noch von da hinten. Ja, das ist natürlich praktisch. Huch. Gut. Ja, denn ich bin... Ich bin bereit. Ich setze noch gerade meine Münzen hier hin, damit ich gleich die andere Dryade benutzen kann. Münzen? Hm. Ja, die Sterne, die ich hier aufsammeln kann. Hup, hoppala. Die geben mir quasi die Energie wieder, die ich brauche, um meine Skills zu benutzen. Ich kann ja auch meinen Charakter theoretisch wechseln. Jetzt bin ich hier mit meinem Zauberer unterwegs. Oh, den will ich nicht. Ich behalte meinen Mönch. Erstmal schön aus der Ferne schießen, jetzt ab und zu mal eins drücken. Putz. Oh, ich habe einen Boss hier bei mir. Aus der Ferne. Guck, was ich aus der Ferne machen kann. Okay, ich brauche Mana. Gegner aussaugen. Na gut, ich habe ihn ja recht häufig gestunt, das sollte eigentlich als Hilfe reichen. Irgendwie kann ich manchmal nicht schießen. Hallo. Hi. Hallo. Ich nehme mal die Waffen bei... Ja, Zombie. Ich habe hier nicht eine einzige Waffe hier. Ich hatte gerade drei. Bei dir gucken. Guck mal, bei dir sind noch Gegner. Bei mir immer noch? Oh. Okay, ich komme Strom. Ja, jetzt sind ja da die kommen immer wellenweise. Das macht nichts. Viele wollen dann noch aus dem Portal rausfallen. Ihr könnt nichts gegen meine Untoten. Oh yeah, wir haben gewonnen. Das war's, Victory. Also wenn du wirklich nur einen Dungeon quasi machen willst, dann... Also wir haben jetzt hier 10 Minuten auf der Uhr, das heißt, wir können jetzt hier noch einen zweiten eigentlich hinterher gleich machen. Ich bin Level 8, Alter. Dann bin ich krass. Ich bin Level... Oh, auch 8. Na, ich wurde aufgefallen. Wieso kann ich jetzt hier nichts... Wieso... Doch, hier ist was zu mitnehmen. Da gibt's so schöne Waffen, einen Stab habe ich gefunden. Die zu schwach sind. Ach ja, hier ist noch irgendwo eine Kiste, ne, die du aufmachen kannst, wenn du noch Stuff bekommst. Jo, Anfang, noch mit die ist immer da beim Teil. Ja, die mache ich gleich zum Schluss auf. Machen wir gleich im Pack-Opening sozusagen. Also. Eigentlich ja nicht, aber... Erstmal alles mitnehmen. Im Zweifel kann man das ja immer noch verklingeln. Sieht's aus. So, dann zeig mal hier, Open Chest. Hab ich was Neues bekommen? Hui! Oh, ganz viel Gold. Und ein paar Stäbe. War ja eine Zahl. Ich habe ziemlich nice Waffen bekommen, aber... Und ein Medaillon habe ich bekommen. Interessant. Dann können wir jetzt hier mal ins Menü gucken. Und während Bloody dann so irgendwas macht, gucken wir uns das mal an. Was ist denn das hier? Anlegen. Einfach anlegen. Da hatte ich vorher noch nichts drin. Ich guck mal gerade die Waffen an, die ich bekommen habe. Waffen, Hero Damage. Aber keins von denen ist so wirklich das, was ich brauche. Die ganzen Waffen kann ich verkaufen. Schwächer als... Was denn? Ja, scheiß drauf. Richtig so. Achso, geh Endmatch. So, und dann gucke ich mir jetzt noch ein bisschen mal um. Kann man die irgendwie... Autosort. Autosortieren geht auch. Ziemlich nice. Mal gucken, ob ich eine Waffe habe, die ein bisschen mehr Schaden macht oder so. Nee. Irgendwie nicht. Wieso habe ich auf einmal so viel Leben? Ist ja krass. Ja gut, okay, dann haben wir jetzt alles. Ja. Ich bin bereit. Achso. Ich habe einen neuen Turm bekommen. Ja, ein neuer Turm. Achso, ey, ich kann jetzt auch was Neues bauen. Auf 7. Ich mal zeigen. Ich sehe gerade. Was habe ich denn hier bekommen? Das wäre mein neuer Turm. Oh, was habe ich denn hier Schönes bekommen? Okay. Ich teste mal durch. Pit. Huch. Ja, gut. Ja. Gleich in die nächste Map, würde ich sagen. Jo. Ja, eine können wir noch. Schön, dass das so lange dauert. Naja, ne? Achso, ich dachte, wir müssen jetzt hier 80 Sekunden warten. Nee, jeder muss in die nächste Map drücken. Das habe ich nämlich noch nicht ganz gemacht. Entschuldigung. Ich habe gar nicht drauf gedrückt. Aber erzählst du einen trotzdem. Ihr seid dran schuld. So, Map Numero Duo. Ach, das ist die Map jetzt. Ich denke, ihr habt nur eine Runde gespielt oder so. Nee, wir haben schon mehrere gespielt, aber mit anderen Charakteren. Ah, okay. Mit dem anderen, den wir am Anfang gespielt haben. So, ich platziere mich hier. Es sind vier Eingänge. Es sind vier Eingänge.
Erstmal vier Eingänge und ja, hier sind zwei. Ach, die komisch, die merkwürdig grauen Dinger auf der Karte, das sind die Eingänge. Ja, das sind die Dinger, die wir auch nochmal beschützen müssen. Es gibt ja Dynamit, man kann Dynamit aktivieren. Ja. Aber das macht doch bestimmt nur einmal Bumm, oder? Wer weiß. Problem ist, wir haben jetzt hier zwei dieser Dinger, die wir dann aufhalten müssen. Oh Gott. Also wir dürfen das Ding hier oben nicht kaputt kloppen. Nein, weil sonst geht hier unten das Tor auf und dann kommen dort auch nochmal Gegner raus. Na gut. Wir haben jetzt vier Ecken, die wir beschützen müssen. Allerdings sind die Linien schon relativ eindeutig sowieso rumlaufen. Also dann werde ich hier unten einfach mal schön Fallen platzieren und dann verteidige im Zweifel woanders. Ja, auch ready? Ja. Und ich werde gucken, wo ich meine ganze Welle platziere. Nee. Weil ich habe definitiv eine Trauer. So. Übrigens, der Drache ist gerade hinter mir. Ja? Ah, nice. Ich ja immer erwähnt habe, aber du hast mir ja nicht geglaubt. Oh, ich habe aber wenig Mana. Nee, ich habe ihn ja nicht gesehen. Ja, also ich habe Geld gehabt für eine Falle. Ja, ich habe drei Fallen plus meinen Weltenbaum. Ich setze noch gerade woanders hin. Warte mal, hier kann ich noch einen hinsetzen. Wow. Was macht denn der Baum? Der heilt. Ach so. Und nur mit dem Baum kann er seine Tierchen da platzieren. Yep. Ah, okay. Auch noch ein kleines Problem. Dann kommt hier oben kommen auch noch welche raus. Okay. Korrekt. Die laufen auch daran, alles klar. Ich würde dir hier zur Verteidigung ein... Braucht noch mehr Punkte, ich habe noch drei zur Verfügung. Drei würden mir nichts bringen. Ich habe dir jetzt ja noch einen Ork mit hingepackt. Eine da. Lumpy? Bin bereit. Hast du hier vor zu verteidigen hier oben? Ich bleib hier oben auf dem Turm, auf der Brücke stehen, schieß hier unten und ich schieß nach da drüben. Weil ich nämlich hier mit verteidigen wollte. Ja, dann bleib du da oben, weil ach nee, das ist da, es ist da, der da oben steht. Okay. Ich verteidige hier. Vladi, kannst du schießen? Nee. Okay. Ich bin Nahkämpfer. Aber ich kann fliegen. Ja, okay, das ist ja auch schon mal was. Ja, ich kann gerade am überlegen. Hui. Würde es was bringen, wenn ich... Hallo, da, hallo, Rompi. Hallo. Frag mich, ob das gerade was bringen würde. Platzier das Ding vielleicht lieber, dass die, vielleicht hier so hin. Rompi? Dass sie nach da oben schießen. Du solltest sogar die ganzen Gerätschaften schützen können, ne? Mit deinen Totems, die du hast. Was für ein Totem? Du hast auch unten rechts auf 5, 6, 7 und das andere ist dann halt die 8, hast du noch deine Skills. Und du kannst damit boosten, also stärker machen, du kannst sie damit schützen, du kannst sogar von oben Angriffe schützen. Das ist ziemlich nice. Ich hab dir hier mal noch Ramps damit hingepackt und den grade ich dir auch gleich einfach mal mit ab. Okay. Also von mir aus kann losgehen. Rüben als... Ich kann die ganze Zeit nichts machen, außer rumstehen. Ja, ich bin auch ready und Lumpy, falls du Heilung brauchst, musst du nur in der Nähe dieses Fountain laufen. Jo. Alles klar. Wir rennen hier einfach durch. Was sind das für Arschlöcher? Huch. Ah, scheiße, ich bin runtergefallen. Das war vielleicht gerade dumm. Meine Verteidigung hält das einen Moment lang aus. Nicht ewig. Wie gesagt, ich bin gerade umgefallen. Runtergefallen, meine ich. Oh, ich bin hingefallen. So, Freunde. Ja, aber dein Kampf wäre ja auch. In der Mitte müsste noch mal jemand gucken, weil hier oben. Ich gucke. Habe ich vielleicht ein bisschen zu tun. Was habe ich auf zwei eigentlich? Was macht das? Oh, das schubst nur einen nach hinten. Das ist echt scheiße. Putz. Awesome. Mana. Okay, alles klar. Einmal hier lang. Sämtliches Zeug aufsammeln, was hier rumliegt. Level up. Aber. Nice. Einmal bei Lombi gucken, was da noch rumliegt für mich. Hier noch Waffen. Der Drache kommt nochmal.
Ach, hier ist noch was. Was? Die Runde noch nicht vorbei? Nein, das ist von der Map her. Achso. Du hast ja übrigens mehrere Waves, die du da. Warte, ich muss mal gerade meine alle Waffen sammeln. Die es hier noch so gibt. Was muss ich da drüben noch einmal bladieren? Skyguard Tower. Was? Das ist vielleicht hier so. Was kann ich eigentlich hier nochmal? Und dann, ups, die 5 machen wir den ja noch. Kann das so ein hin? Hier setzen wir noch die 6. Noch upgraden? Du kannst theoretisch die auch hier so platzieren, weil die können deinen Stab da ja nicht angreifen. Hier so zwei Stäbe platzieren, dass in der Mitte dann quasi so ein Kreuzfeuer vor der Barrikade ist. Ja, jetzt ist es zu spät. Ich bin bereit. Eine Idee. Gut, dann werde ich jetzt mal wieder hier oben auf die Position gehen, wo ich gerade eben war. Jo, in der Hoffnung, dass ich nicht runterfall. So, ich habe die Seite wieder geupgradet und wieder um meine. Ich habe jetzt im Grunde nichts geupgradet, aber dafür habe ich jetzt ein bisschen mehr aufgebaut. Vielleicht soll ich da Dinge mal reparieren noch. Meine Sachen kannst du übrigens auch reparieren. Hm, ich weiß. Beziehungsweise auch upgraden. Alter, wie die direkt am Durchrennen sind, ne? Ah, das funktioniert auch. Wunderbar. Plan. Uiuiuiui. Ganz ruhig dahin. Yeah, geht voll ab. Oh. Die sind einfach durch deine Bienen durchgerannt, die Schweine. Ja, aber die werden trotzdem angegriffen. Ja. Boah, deine Sachen stehen voll im Weg. Ja, das wäre ein bisschen toll, wenn man da auch durch die Sachen vielleicht ein bisschen durchlaufen könnte oder so in die Richtung. Oh, da. Wie bist du bitte schon nach da hinten gekommen? Oh, jetzt kommt keiner mehr. Nee, ich kann eigentlich im Grunde noch alles aufsammeln, was hier liegt. Ah, da ist der letzte gestorben. Bloody, ich hab mal fix deine Harpia repariert, die war fast tot. Hä? Dahin. Alter. Da war sie fast tot, deswegen. Oh, da bin ich auch noch ein bisschen drum. Nett. Ich muss mal gerade gucken, wie es mit den ganzen Dingen aussieht bei mir. Ist es noch voll? Okay, das ist auf. Und nur das Ding halt mit. So. Gut. Dann muss ich hier unten mal noch ein bisschen was machen. Das war ja offensichtlich noch nicht ganz genug. Great. Geigord Tower. Ich weiß immer noch nicht, was das Ding macht. Es schießt Luft doch ab. Es schießt Lufteinheiten ab. Ja, du hast damit du bist damit geschützt. Das ist ein reines Anti-Air. Ja, woher soll ich denn das wissen? Das steht ja nirgendwo in der Anleitung. Also es gab einen Knopf dafür, aber ja, haben wir nicht. Geigard. Braucht jemand noch 8 Punkte? Die gerne. Wo bist du? Ich habe jetzt plötzlich so viel Mana. Schön. Kann ich den nochmal aufwerten? Ja. So. Unable to repair. kann ich das Ding ja verkaufen wieder. Bloody? Ja. Portal? Was ist mit dem Portal? Ja, ich kann nichts bauen. So, ich bin leer. So, auf T2 dir geupgradet? Ich hab meinen auf Tier 3. Hast du noch? Ich habe noch 16 Punkte. Okay, dann reparieren wir lieber davon irgendwas zu reparieren ist. Ja.
Alles mit Full Health. Ich habe noch 29 Punkte. Und wie viele Punkte sagtest du hast du? 16. 15. Puff. Jee, wird für eine streichen bei mir. So, ich bin bereit. Jo. Ups. Der Typ hier rumwirft mit seinem Speer. Ich bin ganz schön frech von dem. Was? Ich bin tot. Ich kann gerade meinen Punkt verteidigen. Ja. Ich beeile mich. Ja, du bist kaputt gegangen? Ich bin einmal gestorben. Oh, das ist ungünstig. Dadurch ist meine Barrikade jetzt schon mal Half-Life. Das ist gar nicht gut. Brunnen da. Fällt mir auch nicht. Dankeschön, ich bin ja gerade am Reparieren. Oh, deine Verteidigungsbarrikaden hier unten, die waren auch ganz, ganz nice, die du bei mir platziert hattest. Ja, aber erst beschweren, dass sie dir im Weg stehen. Nee, ich habe mich nicht über deine beschwert. Über meine. Das war der Baum von Bloody. Wave complete. Also. Nicigkeit. Die Dynamitstangen, ich dachte gerade von oben, das sieht ein bisschen aus, als ob da Würstchen rumliegen. So, war das jetzt die letzte Wave oder kommt... Nee, kommt noch was, ne? Nee, jetzt kommt noch die Wave mit den ganz großen Männchen. Erstmal sammle ich noch gerade alles ein, was hier rumliegt. Oh, ich muss definitiv die Dinger hier upgraden, sonst sind wir hier oben bald am Arsch. Huch. Wenn ihr beide jeweils 100 Mana hier oben in die Invest reinpacken könnt, dann krieg ich da... Ich hab nicht so viel Mana bekommen, das tut mir sehr leid. Braucht ihr nicht? Aus irgendeinem Grund habe ich nicht so viel bekommen. Da? Liegt hier vielleicht noch irgendwo was rum? Da. Wir müssen nur bei den äußeren beiden, dass wir die Viecher da schnell tot kriegen. Da kommt. Ich hab nur 76. Also einmal bei dir kommt ein Bossviech raus. Lombi. Oh, jetzt habe ich genug. Ich habe noch einen 100er gerade gefunden. So, wo kommt ein Boss raus? Hier von. Bei dir? Ja. Bei mir und da unten. Würdest du mir geben, dann würde ich dir noch so einen zweiten Rambock hier hinpacken. Braucht ihr noch 25 Punkte? Soll ich dir was geben, oder was? Ja. Wie viel brauchst du? Das reicht schon. Ich gucke jetzt mal, ob ich alles heilen kann. Dann werde ich hier nämlich mal. Ah, nee, wir haben nicht mehr genügend Platz, um was hinzubauen. Ich habe nicht mehr genügend Platz, ich bräuchte halt genau 50 Platz und damit hat sich's. Ja, wir sind jetzt auch voll. Ja, dann würde ich jetzt noch, wenn 40 Funk da sind, gerne nehmen. Ja, okay, wo bist du? Direkt neben dir. Take it all. Dann kann ich dir den Ramster noch auf Stufe 3 packen. Nice. So. Zur Not hast du ja immer noch hier die Raketen, die du nutzen könntest. So. Achso, ja, brauchte ich bis jetzt noch nicht. Das wirst du gleich brauchen, wenn du siehst, was da auf dich bekommt. Ich hab's gehört. Vor allem mal aufpassen, weil wir haben nämlich ein Portal direkt am Dinge. Ich hatte meinen Baum dahingestellt und die Viecher, aber trotzdem. Oh, direkt okay. Da hinten. Hat das jemand im Blick von euch? Ja, ich bin ja da. Wenn du dann, wenn du siehst, da kommt richtig viel raus, du brauchst Hilfe, sag Bescheid. Also, kann losgehen. Jo, bin jetzt auch ready. Ach du Scheiße, Alter, was ist denn das für ein Onkel? Der ist ja ultra hardcore. Die Attack.
So, Boss ist down. Ja, aber ich brauch gerade hier hinten Hilfe. Ja, wenn ich keinen Kämpfer down hab, komm ich. Bin auf dem Weg. Oh, geht schon. Ich bin doch da. Geh mal kurz hochgucken. Ich hab gehört, da oben kommt auch noch ein Boss. Ja, hier kann jeden Moment wieder was rauskommen. Lombi, könntest du bitte einfach auf der anderen Seite immer wieder die Barrikade angucken? Ich bin jetzt hier gerade, ich bin auf der linken Seite bei mir. Jo, ich saug ihn dir aus und dann gehst du mal bitte rüber. Okay. Ausgesaugt. Weil beim Portal sind wieder welche raus. Ah, das ist jetzt sowieso die letzte Welle, oder? Ja. Jo. Das ist correcto mundo. Duty. Wie viele Minuten hast du schon aufgenommen? Wir sind jetzt bei 30. Huja. Gleich vollkommen, okay. Victory. Gibt's hier eigentlich einen kompetitiven Modus in dem Spiel? Wo man gegen andere spielt irgendwie? Ach so. Bei Oxmox Die Unchained haben sie das sehr, sehr cool gelöst irgendwie. Da spielt man quasi eine Singleplayer-Map, aber man kann sich gegenseitig sabotieren. Deswegen heißt das Ding auch Sabotage. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich immer irgendwas noch mitnehmen kann. Einfach mal überall E drücken. Na, du siehst es ja, wenn du drauf guckst auf die Sachen. Ja, die hätten sie ruhig ein bisschen erkenntlicher machen können. Ja gut, das ist schon richtig, das ist richtig. Es gibt, wenn wir die Kampagne hier durchgespielt haben, dann noch einen Chaos-Modus. Da kommt eine Einheit, die je nachdem gegen, zum Beispiel kommen da Goblins mit einem Schild, die gegen sämtliche Projektile einfach mal... Da ist noch was. Ach, guck mal, die Dinger, die man einsammeln kann, die haben so einen Strahl. Teilweise, nicht immer. Ich weiß ja auch blöd. Ich habe jetzt, glaube ich, alles... Ah, nee, hier ist noch was. Ich habe eine Truhe, die ich eingesammelt habe. Mal gucken, ob ich irgendwas habe, von dem ich habe. Ja, es gibt auch Lootboxen, da kannst du das Aussehen deiner Leute etwas ändern. Gut, dann bin ich durch. Geh to end match. Und die Kiste öffnen. Dann würde ich sagen, nach dieser Runde machen wir den ersten einmal. Hast du deine Kiste schon geöffnet? Haben wir eine Kiste schon aufgemacht, ja. Achso. Ups, ey. Ja, freilich, was mit Looten? Da musst du immer schnell sein. Ja, das ist recht. Du musst deinen Loot hier nicht mit den anderen teilen. Ja, ich weiß. Das ist vielleicht noch ein bisschen von früher so drin. Ach, was? Passt schon. Und totes Secret. Gut, Leute, würde ich sagen, das war's erstmal mit der ersten Folge Dungeon Defenders. Lasst ein bisschen mal in den Kommentaren da, wie es euch gefallen hat. Wir machen hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. In der nächsten Aufnahme seht ihr die Sicht von dem guten Bloody. Auf jeden Fall, bestimmt. Schauen Sie rein. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Ciao. Tschö bitte.